Ja, so geil, ich habe einen richtigen Lachflash. Also ja, rekapitulieren, was ist gerade passiert? Also, wir wurden mit einer Zeitmaschine, die ein alter Käfer ist, so sieht das Auto jedenfalls aus, wie Herbie, nur in Blau, mit solchen Zeittoiletten, Zeitschüssel, ja, Plumpsklos, durch die Zeit katapultiert. Ja. Unser Freund Hoagie ist in der Vergangenheit gelandet und Laverne, die verrückte Biologin, ist in der Zukunft gelandet und hängt am Baum fest. So, wir können die Zeitmaschine anschauen. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Oder wir können den Schalter anschauen. Nett. Ich will nicht noch mehr anstellen. Ja, benutzen können wir ihn nicht. Wir können uns die Zeitschüssel anschauen. Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Ja, sei froh. Und die Toilette. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Nein, die Pläne sind nicht oben. Also ja, man merkt schon, ich spiele mit deutscher Synchronisation, also richtigen Stimmen. Und nicht nur mit Texten. Das würde nämlich auch gehen. Also entweder mit der Synchronisation oder mit Untertiteln. Aber da die Synchronisation von damals so geil ist, teilweise hab ich beschlossen, lieber mit der Synchro zu spielen. Oh, wir können die Matschmaschine anschauen, die sogar Trademark hat. Warnung, der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Ja, schalten wir sie lieber ab. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Ja, ein Hamstergenerator. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Jupp, der ist später noch wichtig, jedoch nicht hier. Wir brauchen erstmal die Pläne. Können wir uns das schwarze Brett hier anschauen? Zu tun. Zu tun, ja, To-Do-Liste. Und da ist Papier. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Ja, wow. Das klingt schon ziemlich heftig. Wie viel? Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. 1 Gigavolt bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden, das ist schon heftig. Und ja, normalerweise wäre dieses Patent. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Ja. Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Ja, normalerweise, was ich gerade sagen wollte, dieser Plan hier ist normalerweise der Kopierschutz. Also wenn man die Diskettenversion spielt. Da ich allerdings die CD-Version vom Bestseller Games Magazin spiele, fällt der Kopierschutz netterweise weg. Also normalerweise müsste man jetzt auf dem Plan ein bisschen rumeditieren. Nach dem Handbuch halt. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mithilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono und John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest. Die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hoagie! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred! Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagie! Bring sie zu Red Edison! Er ist mein Urgroßvater,
Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. So, jetzt haben wir die Charakterwahlmöglichkeit, also die erste freigeschalten. Wir können zwischen Hogi und Bernhard jetzt hin und her wechseln. Und das müssen wir sehr oft machen. Holt mich hier runter! Ja, das ist das Erste, was wir machen müssen. Laverne da runterholen. Gut, ich bin aus Versehen aus dem Bild gegangen, deswegen ist da die Zwischensequenz gekommen. Und ja, man sieht, bei Hogi sieht die Oberfläche ein bisschen farblich anders aus. Also bei Bernhard. So, sobald Hogi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe. Wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Ja, den Baum müssen wir zum Verschwinden bringen. Also wie ich bereits sagte, bei Bernhard sieht die Oberfläche anders aus. Sie ist nämlich in Blau und Orange gehalten. Und bei Hogi ist sie, glaube ich, genau, grün und rot. Aber erstmal zurück zu Bernhard. Und weiter umsehen. Zeitmaschine, die haben wir uns ja schon angeschaut. Wir gucken erstmal, dass wir mit Bernhard alles machen, was wir machen können. Also erstmal können wir uns den Becher hier ansehen. Der weltgrößter verrückter Wissenschaftler. Ja, den Becher können wir aber nicht nehmen. Lass die Finger davon! Und wir können mit Dr. Fred reden. Und das ist, glaube ich, alles, was wir hier unten erstmal machen können. Reden wir mal mit Fred. Hey, Dr. Fred! Wir müssen etwas unternehmen. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn sie so weitermachen. Wie läuft das Geschäft bei den verrückten Wissenschaftlern? Und wir müssen die Welt retten. Nicht allzu lukrativ. Hauptsächlich leben wir davon, unser Hotel zu vermieten. Davon und von Ednas Trinkgeld vom exotischen Tanzen. Okay. Wir müssen etwas unternehmen. Was schlägst du vor? Kein Diamant für die Zentraleinheit. Keine Kraft für die Zeitschüsseln. Ein mutiertes Monster. Stromert draußen rum, erobert die Welt. Ein schwarzer Tag für die Forschung. Wie wäre es damit, Purpurtentakel zu fangen? Er ist schon lange weg. Vielleicht übernimmt er gerade die Welt. Und hier hat der erste Zeitungsbericht. Kühe umgeworfen, Polizei staunt, unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Ja, so übernimmt man die Welt, man wirft Kühe um. Ja. Bald sprechen wir alle, nun Englisch, denke ich. Ach du meine Güte, warum Englisch? Warum können wir die Zeitmaschine nicht so reparieren? Es braucht einen ganz neuen Diamanten. Wo kriege ich nur das Geld dafür her? Gebäck verkaufen? Ich dachte, sie wären reich. Ich weiß, was eine Show in der alten Scheune. Gebäck verkaufen? Weißt du überhaupt, wie viel ein Diamant kostet? 2 Monate Gehalt vom Stallburschen? $2 Millionen! Also, haben Sie das Geld oder nicht? Nun, ich habe von der TV-Show nicht so viel Geld bekommen, wie angenommen. Wir mussten unsere Villa wieder als Hotel vermieten, um etwas Geld zu verdienen. Ja. Wenn ich nur den Vertrag rechtzeitig unterschrieben hätte. Welchen Vertrag? Nun, nach dem Vorfall, wo ich von dem Meteor aus dem All besessen war, hatte jemand beschlossen, eine Show zu machen. Aber sie haben uns nichts bezahlt.
Alles, was wir bekamen, war dieses Videospiel. Wow, das war ein Bestseller. Ja, ich hatte aber vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Ich habe ihn immer noch oben liegen. Wir müssen etwas. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn Sie so weitermachen. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn Sie so weitermachen. Tut mir leid. Liegt am Kaffee. Vielleicht sollten Sie entkoffeinierten Kaffee trinken. Nein. Dann schlafe ich ein und die Träume kommen wieder. Wir müssen etwas unternehmen. Können wir nochmal machen? Wir müssen etwas unternehmen. Ja. Wir müssen einen neuen Diamanten finden. Was wäre, wenn wir den Fluss säuberten? Was wäre, wenn wir den Fluss säuberten? Ich könnte ja meine Matschmaschine ausschalten. Aber es ist zu spät. Sie haben eine Maschine, deren Aufgabe es ist, giftigen Matsch zu produzieren. Man kann kein Hightech-Labor wie dieses haben und dann, ohne giftigen Abfall, die anderen Wissenschaftler würden lachen. Gibt es nicht irgendetwas, was wir machen können? Die Diamanten einkaufen. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Genau. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Ich habe die Kombination vergessen. Aber das ist so blöd, Dr. Fred. Ich weiß. Ich habe wahnsinnige Albträume deswegen. Jede Nacht träume ich davon, den Safe zu öffnen. Aber da ist nur etwas Schreckliches. Immer und immer wieder. Nacht für Nacht. Trinken Sie deswegen so viel Kaffee? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Sag Bescheid, wenn du den Diamant hast. Okay, wir haben schon mal viele Informationen. Also jedenfalls, wie wir an den Diamanten rankommen sollten. Gucken wir mal hoch. So, aus der Uhr raus. Wir können erst mal hier durch die Türe gucken, aber erst will ich die Treppe hochgehen. Denn wir können einen kleinen Umweg machen. Die Eistruhe. Sie ist ziemlich kalt. Ja, wir können sie öffnen. Sie ist ziemlich kalt. Und das war's auch schon. So, wir haben den Bonbonautomaten. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Super. Okay, dann bringt uns der Automat schon mal nichts hier. Weil wir haben nur einen Groschen und den brauchen wir für was anderes. Nämlich für diese Tür hier. Also ja, es ist schon unglaublich lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Nämlich, da war ich vielleicht 12. Also ja, ist schon eine Ewigkeit her, aber ich kann mich noch an ziemlich viel aus dem Spiel erinnern. Übrigens, der Vorgänger heißt Maniac Mansion. Das ist das Spiel, was Dr. Fred gerade erwähnt hat. Und im Gegensatz zu Day of the Tentacle kann man sich in Maniac Mansion das Spiel verbauen. Also es gibt so Sackgassen, genauso wie bei Zack McCracken, dem geistigen Vorgänger von Day of the Tentacle. Wer dazu ein Let's Play sehen möchte, mein Let's Play-Kollege Gerogon hat eins bei sich zurzeit auf dem Kanal aufgenommen. Also ja, wer mal reinschauen möchte. Wir gehen jetzt aber erstmal durch diese Tür hier. Und da schnarcht einer. Schlafender Kongressteilnehmer. Ein Fernseher. Massagefinger, Zahlschlitz. Genau. Und ein Telefon. Und ein Pulli, an den wir gerne möchten. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Den sollten wir mitnehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Der Mann liegt da drauf. Ja. Beobachtungskamera. Hallo da oben. Ja, in die Kamera lächeln ist eine gute Idee. Und wir können uns hier den Fernseher benutzen. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance.